Hey Leute, kurzes Announcement noch, bevor das Video losgeht. Der Summer Launch endet heute um 0 Uhr. Bedeutet, wenn ihr noch 20% auf alles sparen wollt, außer auf die neuen Shorts, dann ist heute noch eure letzte Chance. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics. Und heute geht es um das Thema rumänisches Kreuzheben bzw. Romanian Deadlift. Oder wie ich dazu ganz gerne sage, die beste Zusatzübung fürs Kreuzheben. Denn hier haben die meisten Athleten oder Leute tatsächlich ihr Problem, wenn es ums Thema Kreuzheben geht. Zum Teil sogar, wenn es ums Thema Kniebeugen geht. Was ich damit meine, dazu kommen wir gleich. Kurz vorneweg als Entschuldigung für mich. Die zwei T-Shirts, die ich heute zum Filmen dabei hatte, die habe ich durchgeschwitzt. Wir haben 38 Grad, das Tor ist offen, damit ihr ein geiles Bild habt. Ich bin am Schwitzen und jetzt müsst ihr eben diesen unrasierten, leicht behaarten, ja, Körper ertragen. So, und noch was. Heute ist Sonntag, also wer das Video Sonntag sieht, hat gerade noch die Chance. Es gibt noch 20% Rabatt Summer Launch, hiernach nicht mehr. Wenn ihr was haben wollt, Link ist in der Beschreibung. So, Thema rumänisches Kreuzheben. Erstens, warum mache ich das Video? Rumänisches Kreuzheben, ich hatte die Tage auch wieder im Personal Training, wird von vielen Leuten einfach extrem falsch verstanden, weil sie es irgendwie als Zusatzübung für den Rücken ansehen oder als gute Rückenübung. Und hier ist auch oft das Problem beim Kreuzheben. Ich habe ja neulich dieses 5 Todsünden beim Kreuzheben Video gemacht und da war ja ein großer Fehler, dass nicht mit der Hüftstreckung gearbeitet wird, ne, also mit der Hüftbeugung und der Hüftstreckung, sondern dass eben viel versucht wird, über den Rücken zu arbeiten. Und das ist genau der Punkt, wo ich bei Anfängern sage, erlern erstmal den Romanian Deadlift und wenn du den beherrschst, dann beherrschst du auch das Kreuzheben. Und das ist so, also wenn man den richtig beherrscht, dann kann man auch Kreuzheben machen. Und wir gucken uns jetzt mal an, warum. Denn im Prinzip, der Romanian Deadlift beschränkt das Kreuzheben nämlich genau auf diesen Aspekt. Hüftbeugung und Hüftstreckung. Wenn wir uns das normale Kreuzheben angucken, gehen wir ja auch noch relativ weit in die Beine und haben auch noch so eine Beinstreckung mit drin. Die kommt gleich beim Romanian Deadlift weg und deswegen können wir uns nur auf diese Hüftbeugung und Hüftstreckbewegung konzentrieren. Und deswegen ist diese Übung eben perfekt, um dieses Defizit aufzuarbeiten. Ich zeige euch mal kurz, wie es aussehen würde. Wir gehen an die Stange ran, den Griff so, dass wir die Stange angenehm neben unseren Oberschenkeln greifen können, dass wir uns da nicht im Weg sind. Spannung aufbauen im Rumpf, rausheben, 1, 2, 3 Schritte nach draußen. Schulterbreiter, hüftbreiter Stand, irgendwo so dazwischen. Schultern bleiben unten, das heißt, wir richten jetzt hier oben nichts auf, sondern wir lassen die Schultern unten, als würden wir in unsere Hosentaschen greifen. Spannen den Rumpf an, dazu komme ich gleich noch. Gehen leicht in die Knie und jetzt schieben wir den Arsch nach hinten. Und gehen so weit wir kommen mit neutralem Rumpf nach unten. Halten dort kurz und gehen wieder hoch. Hüftstreckung. Wenn ihr nur bis hierhin kommt am Anfang, kommt ihr nur bis hierhin, ihr haltet es, kontrolliert es, Hüftstreckung und wieder durch. Wenn ihr weiter tiefer kommt oder ihr könnt euch langsam immer weiter tiefer arbeiten, von Training zu Training, dass ihr so ein Gefühl dafür entwickelt. Und so würde dann rumänisches Kreuzheben aussehen. Das heißt, ihr seht, wir gehen nur leicht in die Knie und die meiste Bewegung kommt hier aus dem Arsch und aus der Beinbeugemuskulatur. Und ich sage hier explizit, die Bewegung kommt aus dem Arsch und aus den Beinbeugern, weil sie nicht aus dem Rücken kommt. Was ich bei vielen sehe beim rumänischen Kreuzheben, ist nämlich Folgendes. Es wird sich hingestellt, es wird eine Spannung aufgebaut, also es wird sich geöffnet im Rumpf, ja, Schulterblätter nach hinten. Und dann wird hier so rumänisches Kreuzheben gemacht. Oder vielleicht noch so irgendwie. Und dann bei der Aufwärtsbewegung wird das mitgezogen und ihr seht, wir haben eine Bewegung im Rücken. So, und diese Bewegung haben wir drin, weil viele denken, dass das rumänische Kreuzheben und Kreuzheben generell eine Übung ist wie Hyperextensions, nur eben an der Stange. Und das ist so nicht. Der Rumpf, also eure Wirbelsäule, sollte bei allen Hebe-, Beuge-, Drückbewegungen über Kopf immer neutral bleiben. Die Rückenmuskulatur, also eure autochthone Rückenmuskulatur, ist nicht da, um jetzt dort eine Bewegung hervorzurufen, also eine Streckung, sondern sie ist da, um die Wirbelsäule zu stabilisieren. Und stabilisieren heißt nicht, dass wir die ganze Geschichte hier bewegen, sondern das heißt, dass wir diese Geschichte entgegen einer Belastung gerade halten. Also wir versuchen quasi nicht,
uns zu strecken, sondern wir versuchen, in neutraler Position einem Runden entgegenzuwirken. Das ist die Funktion beim Kreuzheben von eurer Rückenmuskulatur bzw. auch von der Rumpfmuskulatur. Bedeutet, ihr merkt schon, das ist kein 0815-Tutorial, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Ich mache das jetzt so, wie ich das in einem Seminar erklären würde oder sonst irgendwem, von ein bisschen von einem anderen Winkel. Das Wichtigste an allererster Stelle, bevor wir die Stange rausheben, Romanian Deadlifts oder sonst was machen, ist, dass ihr ein Gefühl für euren Rumpf bekommt. Und darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Ein neutraler Rumpf, das ist keine bestimmte Position, das ist so ein bisschen so ein Bereich. Das hier ist ein neutraler Rumpf. Das hier ist ein neutraler Rumpf. Das hier ist vielleicht auch noch ein neutraler Rumpf. Also in diesem Bereich können wir uns so ein bisschen bewegen. Alles, was dann in so eine Richtung geht, ungünstig. Alles, was in so eine Richtung geht, auch ungünstig, weil das sind Extrempunkte. Das heißt, hier sind wir sehr angespannt im Rückenstreckerbereich, haben den Bauch entspannt, das seht ihr ja auch schon. Wenn ich in die Position gehe, geht hier der Bauch ja offen, der Hintern ist offen und wir haben hier die Beinbeuge angespannt und den Rückenstrecker, also unausgeglichen. Wenn ich jetzt in die Position gehe, ist hier sehr viel Spannung drauf, hier viel Spannung drauf und hier entspannt und hier hinten entspannt. Also neutraler Rumpf in der Mitte und was wir machen ist, wir spannen den Rumpf an, also die Bauchmuskulatur, und die Rückenmuskulatur. Und wenn wir das haben, also mit Rumpfatmung, das halten können und uns auch so ein bisschen rangetastet haben, dass die Hüfte gerade bleibt, dann versuchen wir eine Hüftbeugung. So. Und ich habe das jetzt so vorsichtig gemacht, weil bei den meisten Leuten das passiert. Sie gehen in eine neutrale Position und dann kommt diese Hüftbeugung. Habt ihr das gesehen? Also aus der Hüftbeugung wird eine Beckenkippung gemacht. Das hatten wir auch in einem letzten Beugevideos bezüglich der Rückenschmerzen. Und ich spucke hier schon meinen eigenen Schweiß durch die Gegend. Ich glaube, es hackt. Und auch beim Beugen ist das mir das größte Problem. Das heißt, wenn der Rumpf einmal neutral ist, müsst ihr es lernen. Das müsst ihr drauf haben. Vorher dürft ihr nicht kreuzheben, dass das hier, also hier kommt die Bewegung raus, aus der Hüfte. Der Rumpf bleibt neutral, fest, angespannt. Angespannt gegen das Gewicht, ja. Und wenn ihr neutral seid und merkt oder seht, euer Kollege sieht das, achtet darauf und ihr wollt das hier machen, dann habt ihr die Spannung verloren. Das dürft ihr nicht machen. Das ist eine kompensierte Position. Ihr müsst euch vorstellen, je nachdem wie viel Gewicht ihr bewegt, durch diesen Hebel, das Gewicht ist ja hier, wirkt auf die Wirbelsäule eine Belastung von zum Teil mehreren Tonnen. So, wenn ihr jetzt mehrere Tonnen hier drauf habt, hebt 200 und die Wirbelsäule ist nicht mehr oder weniger neutral übereinander, sondern rundet ein, oder ist so rum eingerundet, also hier oben, dann wirkt diese Belastung ja ungleichmäßig auf die Bandscheiben. Und da holen die Leute sich dann diese Probleme, ungeachtet dessen, dass ihr auch Muskulärprobleme bekommen könnt, weil ihr Disbalancen entwickelt. Ja? Also, neutraler Rumpf, Key. Und ihr müsst lernen, das hier zu machen. Deswegen ist der Romanian Deadlift auch so geil, weil jetzt kommen wir wieder zu der Übung. Was ich möchte ist, wenn ihr das so ein bisschen erlernt habt, anspannen. Macht es wirklich. Sieht lächerlich aus, macht es. Ist Folgendes. Ihr spannt den Rumpf an, hebt das Gewicht raus. Zack, zack. Und ihr konzentriert euch auf nichts anderes als auf diesen neutralen Rumpf. Der Bauch ist angespannt. Wir stehen nicht locker, wir stehen nicht rund. Neutral. Bam. Schultern sind nicht oben, sind nicht hinten, sind unten. Was sollen die Schultern denn da machen? Die hängen einfach. Ihr könnt doch nachher, wenn ihr irgendwann mal 300 Kilo kreuzheben wollt, könnt ihr die doch nicht so irgendwie festhalten. Was soll denn der Scheiß? Das ist auch so ein Ding. Achtet mal auf meine Wirbelsäule. Sieht jetzt neutral aus, oder? Oder gute Haltung. Die ist neutral. Jetzt schlechte Haltung, runder Rücken. Was ändert sich denn bitte schön an meiner Wirbelsäule? Nichts. Einmal sind meine Schulterblätter hinten und einmal sind die vorne. Da hat sich nichts geändert. Das Runde, was ihr jetzt seht, sind hier meine Rückenmuskeln. Die Wirbelsäule ist immer noch neutral. Sprich, es ist egal für eure Wirbelsäule, ob eure Schulterblätter hinten oder vorne sind. Solange die Wirbelsäule neutral ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. So, also ihr steht hier oben, bam, in eurem neutralen Stand, Rumpf angespannt und dann versucht ihr das, was ihr eben ohne Gewicht, wo ihr vielleicht schon Probleme hattet, umzusetzen. Hintern geht nach hinten, Hüftbeugung. Ich will nicht das hier sehen. Geöffnet, falsch, anspannen, Hüftbeugung. Anspannen, Arsch geht nach hinten und Hüftstreckung.
das hier will ich nicht sehen. Das müsst ihr euch irgendwie einbrennen. Zack, auch wenn ihr runtergeht, Spannung, 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 Spannung und merkt, dass ihr hierzu tendiert. Also ihr habt gesehen, im unteren Punkt dann die Spannung zu lösen. Das will ich auch nicht sehen. Ja? Egal in welchem Punkt ihr seid, der Rumpf bleibt immer neutral. Egal in welchem Punkt. Und die Bewegung kommt nur aus den Beinbeugern und dem Arsch. Und sobald ihr in irgendeinem Punkt versucht zu überstrecken oder dagegen zu arbeiten, nehmt weniger Gewicht und arbeitet wieder daran, dass der Rumpf neutral bleibt. Weil langfristig, selbst wenn sich das im Moment noch so anfühlt, als wärt ihr schwach da oder so, das ist das Ding, ihr switcht die Belastung quasi vom Rückenstrecker weg in einer schlechten Position, in einem Hohlkreuz, auf den gesamten Rumpf. Das heißt, ihr könnt die Belastung viel besser verteilen. Die Wirbelsäule ist sicherer, ihr habt mehr Leistung, ihr habt einen besseren Winkel, weil wenn ihr überstreckt seid, müsst ihr ja auch mehr Weg wieder vollbringen, ne? Also weil ihr euch ja von der Stange wegbewegt. Also mehr Stabilität, mehr Leistung, weniger Verletzungsrisiko. Und deswegen ist der Romanian Deadlift die perfekte Zusatzübung fürs Kreuzheben. Und das Romanian Deadlift Tutorial sah jetzt tatsächlich nur so aus, als würde es mir nur um die Hüftstreckung gehen. Und das ist im Prinzip auch das Ding. Ob ihr jetzt 2 Zentimeter weiter außen greift, das juckt mich nicht. Ob ihr jetzt 3 Zentimeter so steht oder so steht, das juckt mich nicht. Die meisten Leute versagen an dieser Rumpfgeschichte, Rumpfstabilität, an dieser Ansteuerung dieser wichtigen Hauptmuskulatur. Ihr könnt euch so viele Tutorials angucken, wo euch erklärt wird, den Ringfinger so, die Fußspitzen so, Blick so. Interessiert mich nicht, solange eure Wirbelsäule irgendeine Scheiße macht und ihr nicht in der Lage seid, euren Arsch vernünftig anzusteuern beim Romanian Deadlift. Noch einmal zusammenfassen, danach sind wir durch, Freunde. Also, Romanian Deadlift, folgendes Ding. Hüftbreiter Stand, schulterbreiter Griff ungefähr, dass es angenehm geht. Rumpf anspannen, zack, hoppala, Hüfte durchstrecken. So, wenn ihr das habt, nochmal kontrollieren, bin ich stabil. Einatmen, also Pressatmung, Luft reinbekommen. Wieder anspannen, leicht in die Knie gehen und die Bewegung kommt, ihr seht's, aus der Hüfte, so weit wie ihr kommt, wenn ihr nur bis hier kommt am Anfang, gar kein Problem, Stretch in den Beinbeugern, im Arsch, bam, Hüftstreckung. Wenn ihr mit der Zeit tiefer kommt, zack, 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 tiefer, alles klar. Zum Beispiel, wenn jetzt 20er wären, würde ich schon auf den Boden kommen, perfekt, zack. Und auch hier ist das Ding, jetzt nochmal, ne, das war Romanian Deadlift, die Stange muss nicht an euren Schienbeinen bleiben. Die muss einfach nur über eurem Schwerpunkt sein. Über eurem Mittelpunkt sein. Wenn ihr natürlich beim Kreuzheben seid und habt die Schienbeine weiter vorne, dann ist die Stange natürlich eventuell an euren Schienbeinen. Wenn ihr die Beine aber sehr ausgestreckt habt, dann macht es keinen Sinn, dass die Stange hier hinten ist, sondern sie muss immer über dem Mittelfuß bleiben. Also macht euch da auch nicht verrückt. Die Stange muss jetzt so, die Stange ist da, wo der Mittelpunkt, wo der Schwerpunkt ist. Ja, und sofern ihr das hier richtig macht, macht euch darum erstmal keine Sorgen. Also Freunde, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Habt euch bis zum Ende angeguckt. Romanian Deadlift, ich hänge mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster, die wichtigste Übung im Powerlifting, weil es nämlich genau um das Thema Hüftbeugung, Hüftstreckung geht, wo extrem viele Leute versagen, Rumpfkontrolle geht, wo extrem viele Leute versagen, auch Leute, die über 200 Kilo Kreuzheben oder so. Nehmt es euch zu Herzen, lernt daraus und wir sehen uns im nächsten Video. Ich fühle mich gerade, als hätte ich so einen Aerobic-Kurs gemacht. Ich bin so am Schwitzen, Freunde. Alles für die Klicks, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Video. Peace.